Willkommen zur Juli-Ausgabe von Wörtlich. Wir bleiben, wie auch letzte Sendung, bei der Thematik des Politischen, wenn auch diesmal nicht in seiner parlamentarischen Form. Gabriele Rolnick hat Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland ihr Studium begonnen. Die damaligen Studierenden sahen ihre politische Aufgabe unter anderem darin, in die Betriebe zu gehen, an den Fließbändern und in den Fertigungshallen zu arbeiten, um damit die Anliegen der damaligen Jugend- und Studentinnenbewegung der späten 60er und frühen 70er Jahre mit denen der Arbeiterinnen zu vereinen. Als klar wird, dass von dieser Verbindung unter den damals gegebenen Bedingungen keine Aussicht auf Erfolg hinsichtlich eines tatsächlichen politischen Wandels zu erwarten ist, entschließt sich Gabriele Rolnick, ihr Studium aufzugeben und sich der Bewegung 2. Juni anzuschließen. In der Bewegung 2. Juni war sie unter anderem an der Planung und Durchführung der Entführung des CDU-Politikers Peter Lorenz im Februar 1975 beteiligt. Im Herbst 1975 wurde Gabriele Rolnick in Berlin verhaftet, wobei ihr im Jahr darauf zusammen mit drei anderen die Flucht aus der Haftanstalt in Berlin gelang. Um eine neue ökonomische Grundlage für den Kampf der bewaffneten linksradikalen Gruppen zu schaffen, entführte die Bewegung 2. Juni den Unternehmer Walter Palmers 1977 in Wien und erpresste für dessen Freilassung 31 Millionen Schilling. 1978 wird Gabriele Rolnick in Bulgarien verhaftet und ist bis zum Jahr 1993 in Haft. Gegenwärtig lebt sie in Hamburg, wo sie als Kinder- und Jugendtherapeutin tätig ist. Eine Anmerkung noch. Das nun folgende Gespräch geht ganz bewusst nicht auf die Frage der Entführungen ein. Einerseits, weil von Gabriele Rolnick dazu bereits einiges gesagt wurde und wir auch vermeiden wollen, zu einer Mythenbildung hinsichtlich der diesbezüglichen Geschehnisse der 70er Jahre und deren Folgen beizutragen. Aber vor allem deswegen, da andere Themen in diesem Zusammenhang gegenwärtig wichtiger zu sein scheinen. Hören Sie aber nun wörtlich Gabriele Rolnick. Frau Rolnick, Sie sind 1950 in Dortmund geboren und gingen 1970 nach West-Berlin, um dort Soziologie zu studieren. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie während dem Studium aber sich dafür entschieden haben, einerseits in die Betriebe zu gehen und dort politisch tätig zu werden. Sie haben beispielsweise bei Telefunken am Fließband gearbeitet. In einem Interview sagen Sie, es gab verschiedene Studentengruppen, die sich auf Betriebsarbeit konzentriert hatten. Meine Überzeugung war, dass es eine revolutionäre Umwälzung geben sollte und ich habe gedacht, das revolutionäre Subjekt ist die Arbeiterklasse und ich bin als Intellektuelle ziemlich weit von diesem revolutionären Subjekt entfernt. Wenn Sie heute den Begriff der revolutionären Umwälzung und den Begriff Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt in ihrer damaligen Perspektive zur heutigen vergleichen. Was hat sich in der Bedeutung dieser Begrifflichkeiten geändert? Es hat ja eine ganze Menge geändert. Es war ja schon damals nicht so, dass ich nach Berlin gegangen wäre, um dort zu studieren, sondern ich hatte schon in Bochum studiert und bis zur Zwischenprüfung an der Uni
Ruhr-Uni Bochum, bin dann nach Berlin gegangen und habe da weiter studiert, weil in Berlin natürlich die revolutionäre Bewegung, damals die Studentenbewegung, stärker war als in Bochum und ich auch gehofft habe, ich komme da mehr in diese Gruppen rein. Und auch durch Studium selber bin ich dazu gekommen, dass ich, wenn ich jetzt weiter studiere und mein Diplom mache, ich war kurz vor dem Diplom auch, dass ich dann eine bestimmte Karriere einschlagen werde, einen bestimmten Weg, den ich mir eigentlich selber verbauen wollte. Ich wollte nicht in diese bürgerliche Schicht hinein und in diese, wo die Wege schon so vorgezeichnet waren, sondern ich wollte an der Revolution, an den revolutionären Bestrebungen festhalten. Und das war dann 74 oder 73, glaube ich, dass ich schon das Gefühl hatte, diese Aufschwung der Studentenbewegung und der Arbeiterbewegung, der jugendlichen Arbeiterbewegung, der ist an ein Ende gekommen und ich wollte es aber aufrechterhalten. Und es gab damals schon bewaffnete Gruppen, die sind auch in mein Blickfeld geraten. Und dann da war aber für mich die Selbsteinschätzung, dass ich da einfach gar nicht so weit bin, bewaffnet zu kämpfen für revolutionäre Prozesse, sondern gedacht habe, auf jeden Fall wird ja die Arbeiterklasse das Subjekt sein, das die Revolution durchführen wird und muss. Und dann schließe ich mich doch der Arbeiterklasse an, und zwar indem ich mein eigenes Leben so verändere, dass ich selber auch Arbeiterin werde, ans Fließband gehe, zu den Betriebsgruppen gehe, die damals ja von einigen, damals sind schon einige Studenten in den Betrieb gegangen, ohne vielleicht so ihr studentisches Leben aufzugeben. Und ich habe aber gedacht, nee, ich muss alle Brücken abbrechen quasi hinter mir, dass ich wirklich nur noch die Möglichkeit habe, als Arbeiterin zu existieren. Und dann kann ich von dort aus auch selber an diesem Prozess als Teil der Arbeiterklasse teilnehmen. Heute sehe ich das natürlich, hat sich die Bedeutung der Arbeiterklasse als Subjekt einer Revolution völlig verändert, weil die Arbeiterklasse selber würde ich heute auch anders definieren. Also damals hat man gedacht, Facharbeiter, die Arbeiter, die in den Betrieben tätig sind. Heute hat sich doch die ganze Wirtschaft verändert und man muss die Techniker hinzuziehen. Heute haben wir eine andere, es gibt ja die quasi vierte industrielle Revolution, die mehr in Richtung Wissensgesellschaft geht. Und heute würde ich sowieso, aber das habe ich damals auch schon angefangen, in diese Richtung zu denken, dass die Arbeiterklasse nicht als eine Schicht zu sehen ist oder als eine definierte Klasse, sondern quer durch die Gesellschaft geht. Also kann sich eigentlich in allen Schichten der Gesellschaft als revolutionäres Subjekt entwickeln, weil heute praktisch der Großteil der Gesellschaft in abhängiger Arbeit ist. Und die herrschende Klasse eine ganz kleine ist. Also ich würde das nicht begrenzen auf irgendeine. War das eine industrielle Arbeiterklasse zum Beispiel, ne? Bezüglich der Bewegung 2. Juni hat Till Mayer einmal gesagt, keiner von uns, bis auf Ella, gemeint waren Sie, war über die Volksschule hinausgekommen. Wir, die Underdogs, die ewigen Verlierer und Proleten, diktierten das Handeln. Genugtuung. Mhm. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil hier davon gesprochen wird, von einem handelnden Subjekt, das nicht aus der intellektuellen Schicht der Studenten kommt. Andererseits, wie Sie beschreiben, in den Betrieben erlebt zu haben, eine gewisse Enttäuschung, ein revolutionäres Subjekt der Arbeiterklasse nicht gefunden zu haben. Man muss vielleicht sehen, dass damals die Studenten- und Jungarbeiterbewegung, würde ich die nennen, weil es waren nicht nur Studenten, dass die praktisch eine Bewegung aller jungen Menschen war. Also so habe ich es erfahren. Und die Kreise, in denen ich damals als Studentin auch war, waren durchmischt von, also da waren eben auch Jungarbeiter dabei, da waren Verkäuferinnen, da waren, also praktisch die ganze Jugend war ja ergriffen von einem Aufbruch und dort haben sie sich auch gefunden, ohne zu gucken, wo kommt der oder diejenige her, aus welcher Klasse kommt sie, aus welche Bildung hat sie, also das war eine Vermischung, es stand alles unter der großen Überschrift eine Befreiung, eine Emanzipation der Jugend und da hat man
Also nicht geguckt, sind die alle an der Uni oder wo kommen die her, sondern man hat sich gefunden als junger Mensch und als junge Menschen und wollte Veränderungen in der Gesellschaft haben, wollte eine Emanzipation haben, man wollte auch anders leben, man wollte nicht Kleinfamilie, wir haben ja in Wohngemeinschaften gelebt, wir haben in Kommunen gelebt. Also da ist schon eine große Durchmischung gewesen. Und ich bin ja auch nicht, glaube ich, von ungefähr zur Bewegung 2. Juni gekommen, weil ich viel mit eben Leuten, wo man sagen würde, Proletariat oder Lumpenproletariat oder wie man es auch bezeichnen will. Es waren jedenfalls alles Leute, die nicht unbedingt von der Universität gekommen sind, aber auch Universitätsleute. Ne? Die fand man aber nicht unbedingt an den Fließbändern in der Fabrik. Oder als ich bei Telefunken war, bin ich wieder mit einer ganz anderen Arbeiterklasse zusammengekommen. Das waren auch junge Leute, aber die waren schon eher wirklich, die hatten Kinder gehabt. Ich war am Fließband mit vielen jungen Frauen. Die hatten zum Teil Kinder, zum Teil waren sie alleinerziehend, zum Teil aber auch in Kleinfamilien. Also kamen wir trotzdem in einer ganz anderen Lebenssituation. In einer ganz anderen Lebenssituation, in einer anderen Lebensperspektive und eben noch nicht so ergriffen von, wir wollen alles umändern, sondern ich will hier irgendwie in der Gesellschaft mein Leben finden. Ne? Also da war kein revolutionärer Impuls, den ich da ja irgendwie erhofft hatte. Sie haben auch gesagt, dass als sie dann Kontakt zur Bewegung 2. Juni bekamen, die ganze Sache mit der Betriebsarbeit für sie eigentlich schon fragwürdig geworden ist. Ich zitiere, nur durch Reden überzeugst du die Leute nicht. Ich konnte mich ja nicht offenbaren. Meine Lebensweise war ganz anders als die der anderen Arbeiterinnen. Das habe ich eben ja schon so ein bisschen beschrieben, dass sie in einer ganz anderen Lebenssituation waren. Also in meinem Leben gab es auch keine festen Koordinaten wie Kind oder Familie oder das wollte ich auch alles nicht. Ich wollte einfach die Gesellschaft verändern, ich wollte mein eigenes Leben auch verändern, ich wollte keine Kleinfamilie, ich wollte vielleicht irgendwann mal Kinder, aber nicht unter den Bedingungen, ja, Kleinfamilie war damals das Schlagwort, sondern unter den Bedingungen größerer kollektiver Zusammenhänge. Ich wollte eine Veränderung und die Kolleginnen und Kollegen, die ich am Arbeitsplatz antraf, die waren davon noch gar nicht erfasst, noch gar nicht ergriffen. Also die haben das zwar mitbekommen, dass andere junge Leute anders lebten und ich habe das auch schon vermittelt, dass ich eben nicht in einer Einzelwohnung wohne, sondern dass ich in einer Wohngemeinschaft bin und habe auch mit Kollegen darüber gesprochen, aber es gab keine Verbindung, gar keine richtige. Also es war auch nicht so, dass die gesagt haben, oh ja, das möchten wir jetzt auch. Ja. Bei vielen gab es das ja, aber diesen Ort, wo eine Veränderung läuft, den hat man nicht unbedingt in der Fabrik gefunden, sondern die Menschen, die mussten da rausgehen, eher anders, den Weg eher anders machen als ich. Ich bin da hingegangen, weil ich dachte, da sind die Menschen, mit denen ich die Veränderung mache. Und im Nachhinein denke ich, die hätten da rausgehen müssen, aus ihren Zusammenhängen, aus ihren alten betrieblichen, aber auch aus ihren familiären Zusammenhängen, die hätten die verlassen müssen und hätten sich unserer Bewegung anschließen müssen. Aber das ist nicht von selber gekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in den Betrieb gegangen bin, als ich nach Telefunken gegangen bin, war eigentlich dieser ganze revolutionäre Aufbruch dieser Jugendbewegung schon ein bisschen am Abflachen. Ja. Also das hat es sich nicht großartig weiterentwickelt und der Versuch in der Bewegung 2. Juni oder andere sind zur RAF gegangen, am revolutionären Aufbruch festzuhalten, das war ja ein Versuch gegen Ende dieser Massenbewegung, die es vorher gab, dieser Massenjugendbewegung, die ist langsam so in die Bahn gekommen, doch von der Gesellschaft integriert zu werden und wir haben uns dann ja, also die zu den bewaffneten Gruppen gegangen sind, wir haben uns ja dann auch daraus gelöst aus dem Zusammenhang, um einfach festzuhalten an diesen revolutionären Impulsen und um sie noch weiterzuentwickeln. Sie sagen, ich wollte alle Brücken in eine Mittelschicht-Existenz abschneiden, weil die Integration in das, was man Mittelschicht nennt, notwendigerweise Entpolitisierung bedeutet hätte? Ich glaube schon, nicht notwendigerweise Entpolitisierung, aber notwendigerweise eine Schwächung des Impulses, der ja vorher da war. Ich habe das ja damals, man muss aussehen, ich habe diese Entscheidung in Betrieb zu gehen ja damals gefasst, ehe ich zur Bewegung 2. Juni gegangen bin. Weil diesen Bruch wollte ich damals noch nicht machen. Also den Bruch in die Illegalität zu gehen, bewaffnet zu kämpfen, den wollte ich damals nicht machen.
sondern da habe ich gedacht, da bin ich noch nicht. Ne? Und dann mache ich doch das, was dem vorgeschaltet ist, vielleicht, also die Brücken zu meiner bürgerlichen Existenz oder Karriere schon mal abzubrechen und dann praktisch in die Arbeiterklasse einzutauchen, qua Entscheidung. Und als ich aber merkte, dass da genau das, was ich wollte, da den Aufbruch fortzusetzen, dass es da nicht der Ort war, an dem ich da an etwas hätte festhalten können, sondern dass ich da dann auch wieder auf Grenzen gestoßen bin. Also auf eine Einschränkung auch des ganzen Lebensmilieus. Also die, ich meine, ich kam aus einer kleinbürgerlichen Familie und diese proletarischen Familien, die waren eher auch in Richtung Kleinbürgertum unterwegs und nicht in Richtung Emanzipation. Und das war ja dann für mich auch der Zeitpunkt, wo Zufall spielt da natürlich auch eine Rolle, wo ich Kontakt zu Leuten von der Bewegung 2. Juni bekommen habe und dann gedacht habe, nee, das ist der, ich gehe diesen Schritt weiter jetzt. In die Illegalität, in den bewaffneten Kampf. Ich breche praktisch alle Verbindungen zum System ab. Weil die Arbeiterklasse war auch im System drin. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Das ist, glaube ich, das, dass ich gemerkt habe, ich wollte zur Arbeiterklasse und bin in den Betrieb gegangen und habe gemerkt, die sind so im System verhaftet, also im kapitalistischen System, als Teil dieses Systems. Ne? Während ich durch die, ein halbes Jahr später, glaube ich, habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich der Bewegung 2. Juni anzuschließen. Das war dann die Garantie, wirklich aus dem System rauszukommen. Weil da waren wir in der Illegalität, da haben wir einen Bruch mit einem gemacht, indem wir das Ganze angegriffen haben. Würden Sie sagen, dass das Proletariat oder das Subproletariat als Subjekt der Revolution bei Marx eine Fehleinschätzung war? Vielleicht zu der damaligen Zeit nicht. Wenn es damals gelungen wäre, nach der Oktoberrevolution in Russland, hier in Deutschland die Revolution zu machen und in einigen anderen europäischen Ländern revolutionäre Schritte. Also wenn da das Proletariat in den einzelnen Ländern es geschafft hätte, die Revolution zu machen, dann wäre das wäre gut gewesen. Und man kann natürlich sagen, die Zeit war nicht reif, aber ich glaube, es ist auch nicht immer der Punkt, ob die Zeit reif ist, sondern war jedenfalls nicht der Fall. Der Kapitalismus hat sich weiterentwickelt. Wir sind jetzt heute in einer neoliberalen Gesellschaft. Heute würde ich sagen, ist die Arbeiterklasse, die ist geschlagen. Die könnte heute vielleicht noch Teil eines Aufbruchs sein, der sich dann gegen das Ganze richtet und das aus dem Ende des Kapitalismus heraus ein neues Wirtschaftssystem entwickelt und neue Produktionsweisen und Produktionsverhältnisse. Aber da ist sie nicht notwendig, sondern ich denke, das muss ein viel größeres Kollektiv als eine Arbeiterklasse sein und vor allen Dingen auch keine nationale, sondern wir müssen das ja heute im internationalen Rahmen sehen, eine revolutionäre Entwicklung. Und das sind jetzt ganz andere Bedingungen, als sie damals bei Marx waren. Ja. Zurzeit interessiert mich der Kontext, sagen wir mal, der Zukunftsprojektion ziemlich, weil ich konstatieren würde, dass gegenwärtig ein unglaublicher Mangel an der Möglichkeit zu bestehen scheint, Zukunft in einer positiven Weise projektieren zu können. Wenn ich Ihre Interviews und Texte lese, finde ich die jeweilige Projektion der Zukunft relativ interessant, die einerseits sehr unkonkret ist, auf der anderen Seite wirklich eine Form von Progressivität immer wieder artikuliert. Woher würden Sie meinen, gab es diese starke Möglichkeit, eine Zukunftsperspektive ergreifen zu wollen? Ich glaube, es war damals eine bestimmte Situation. Also damals gab es das Lager des Realsozialismus noch. Es gab Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die auch sehr erfolgreich waren. Und Befreiung meine ich damit einfach die Befreiung vom Kolonialismus, noch nicht Befreiung vom kapitalistischen System, sondern Befreiungsbewegungen, die auch alle mit einem sozialistischen Vorzeichen angetreten waren. Und das war eine bestimmte Weltkonstellation, in deren Zusammenhang wir gedacht haben, wir haben hier schon mal einmal ein Lager, da ist zumindest der Kapitalismus nicht mehr beherrschend. Das passt uns auch nicht, ist auch nicht die befreite Gesellschaft, wie wir sie wollen, die da in den realsozialistischen Ländern vorherrscht. Aber da ist ein erster Schritt getan.
dann gibt es die Befreiungsbewegung und dann gibt es uns in den Zentren des Kapitalismus. Es gab ja in Italien, es gab in den USA, mhm. es gab in Frankreich, überall gab es Befreiungsbewegungen auch, also oder sagen wir mal kleine bewaffnete Gruppen, die versucht haben, auch innerhalb der entwickelten Staaten zu kämpfen. Und wir haben gedacht, das kommt alles zusammen. Und wir haben uns jetzt nicht gesehen als diejenigen, die die zukünftige Gesellschaft entwickeln, sondern nur als welche, die einen Stein ins Rollen bringen. Und wenn diese ganzen Befreiungsprozesse, Dritte Welt und wir innerhalb der Zentren, wenn das zusammenkommt, dann gibt es irgendwie vielleicht einen größeren Massenaufbruch, wo sich dann sicher auch Arbeiter, die Arbeiterklasse beteiligt. In Italien war die Arbeiterklasse ja schon ganz anders involviert. Und wo dann im Zusammenhang mit den Befreiungsbewegungen der Imperialismus, Kapitalismus auch an ein Ende gebracht werden kann. Und was dann entsteht, dann entsteht auf jeden Fall was Neues. Aber wie das dann aussehen wird, das wird man dann sehen. Und dann wird es aber auch in den realsozialistischen Ländern nochmal einen Aufbruch geben. Die können auch nicht so bleiben, wie sie sind. Ja. Also wir haben, ohne das alles genau bestimmen zu können, hatten wir doch die Zuversicht, da was in Gang setzen zu können. Sie haben bei mehreren Gesprächen und Interviews darauf hingewiesen, also Sie würden sagen, dass ohne die Realposition der unterschiedlichen politischen Machtverhältnisse zwischen Kapitalismus und Staatskommunismus oder Staatskommunismen, diese Formen des politischen Protests, der politischen Arbeit und des revolutionären Kampfes wahrscheinlich gar nicht entstanden wären? Könnte ich mir vorstellen. Also wir hätten dann bestimmt nicht die Idee gehabt, dass wir ganz zentral was in Gang setzen können. Und ich glaube auch, weil wir hätten das Gefühl gehabt, dem Kapitalismus ist ja schon ein Gebiet entrungen worden. Und das sind eben die Länder, die damals sozialistisch in Anführungsstrichen waren. Und dann gibt es die Befreiungsbewegung, die sind ja auch wiederum von diesen Ländern unterstützt worden. Also ich glaube schon, dass die Sowjetunion auch Befreiungsprozesse in Afrika, Mosambik, Angola und Kuba sowieso auch jeweils unterstützt hat. Nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt hatten, ne? Aber es gab ja eine gewisse, man hatte das Gefühl, der Kapitalismus beherrscht nicht alles. Und deswegen haben wir gesagt, mit schwachen kleinen Kräften gezielt angreifen und auch bewaffnet, damit es eine Wirkung hat. Weil wir haben ja schon gesagt, wir sind ganz kleine Gruppen und um eine Wirkung zu bekommen, müssen wir uns bewaffnen und müssen uns auch gegen das Ganze stellen. Das hat sich so entwickelt. Es hätte sich, glaube ich, sowas wie Studentenbewegung, diese ganzen Aufbrüche, hätte es oder die Aufteilung der Welt in diese beiden Lager, Kapitalismus, sozialistischen Kommunismus, hätte es gar nicht sowas geben können. Es hätte sich anders entwickelt. Und ich glaube auch heute, dass wo der Kapitalismus alles beherrscht, dass heute auch ein Stück anders aussehen muss, etwas Neues an seine Stelle zu setzen und ihn zu bekämpfen und umzuwälzen. Das braucht heute eine andere Bewegung, als wir sie damals waren. Also kleine bewaffnete Gruppen werden heute wirkungslos. Also auf die Idee würde ich heute nicht kommen. Es muss anders aussehen. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder eine Bewaffnung geben, aber also das sehe heute anders aus, ein Befreiungsprozess, als wir ihn damals uns noch vorgestellt haben. Weil das ganze internationale Kräfteverhältnis ist ein völlig anderes. Sie haben damals, wie Sie gesagt haben, Sie haben versucht, die Brücke zur Existenz in einer Mittelschicht völlig abzubrechen. Wenn Sie heute den Lebensweg jener Freunde, die Sie hatten und die den anderen Weg gingen, den langen Weg durch die Institutionen, wenn Sie diesen Weg betrachten, wie sehen Sie diese Option, die Sie nicht gewählt haben? Ja. Also ich halte immer noch daran fest, dass es damals eine richtige Option war, bewaffnet zu kämpfen und sich auch auf so ein Terrain zu begeben, wo man vom System nicht mehr erreicht wird. Also einmal zum Feind des Systems wird und auch nicht mehr in den Zwängen des Systems ist, sondern die Illegalität, wir haben mal andere Strukturen aufgebaut, wir haben ganz normal in Wohnungen gelebt mit falschen Papieren, also als Illegale, wir waren an keine Zwänge da gebunden, wir konnten uns ganz auf den Kampf und auf die Entwicklung der Aktionen, die wir machen wollten, konzentrieren. Dabei haben wir viele Fehler gemacht, also unzweifelhaft, aber
Das finde ich für ein richtiger Versuch, eine richtige Anstrengung zu der damaligen Zeit. Und dass wir nicht durchgekommen sind, hängt an vielen Dingen. Ich glaube, die Leute, die durch die Institutionen gegangen sind, sind auch nicht durchgekommen. Die haben auch nicht das erreicht, was sie wollten. Ne? Also letztendlich ist ja dieser emanzipatorische Prozess, der durch 68 angefangen hat, irgendwann stecken geblieben. Ist zum Teil auch vom Kapitalismus wieder auf seine Mühlen gelenkt worden. Also es gab eine gewisse Modernisierung, wo dann auch die ganzen 68er-Diskussionen und emanzipatorische Prozesse mit integriert wurden. Sexuelle Befreiung ist ja heute zu so einem sexuellen Laissez-faire, alles ist möglich. Es gibt keine moralischen Werte mehr. Also es ist auch schon in so eine völlig falsche, beliebige Richtung auch vom Kapitalismus wieder integriert und benutzt worden und umgedreht worden. Aber Ja. ich denke, es war damals ein richtiger Versuch, das so zu machen, wie wir es gemacht haben, diesen Versuch zu machen. Also das ist etwas, worauf die Linke sich auch beziehen kann. Jetzt nicht in den Formen. Die Bewaffnung war damals Mittel zum Zweck für uns, weil es uns eine Wirkung gegeben hat, die wir sonst als kleine Gruppen nie gehabt hätten innerhalb dieses Systems. Von daher musste sie für uns so sein und ich finde es auch im Nachhinein immer noch richtig, dass wir das so versucht haben. Und ich denke, daraus kann heute eine Linke vielleicht vor allen Dingen aus diesem sich gegen das Ganze zu stellen und Brücken abzubrechen und zu sagen, ich bin von diesem System nicht abhängig. Ich will was ganz anderes. Vielleicht ist das, worauf man sich heute noch beziehen kann. Heute sind die Menschen so integriert und so eingeschlossen auch. Und ich sehe es ja auch, dass viele in ihrem ganzen Tagesablauf so intensiv vernutzt werden vom System, nur um sich selbst zu erhalten. Und zum Teil merken sie es auch gar nicht. Zum Teil leben sie prekär, aber zum Teil leben sie auch ganz gut. Aber merken gar nicht, wie sie, also ihr Kopf ist besetzt vom System, der Körper sowieso. Und es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ne? Und ich denke, für einen neuen Befreiungsprozess muss man gucken, kann man in der Vergangenheit da benutzen. Und ich glaube, ein Impuls müsste auf jeden Fall sein, sich frei zu machen irgendwie von dem. Es ist schwer, es ist schwierig heute. Ich finde es heute noch schwieriger als damals. Viel schwieriger. Aber ich sehe es auch nicht als unmöglich an. Die Zeit in der Illegalität, ich stelle mir das schwierig vor. Nein, also ich war ja fast 2 Jahre von 1974 bis, also Ende 73 bis 75 und dann nochmal von 76 bis 78 illegal, also noch fast 4 Jahre sind das dann. Und wir haben ja ganz normal gelebt in Wohnungen, wir hatten Wohnungen gemietet, wir haben uns normal bewegt. Das ist ja nicht dieser Untergrund, den Leute dann immer so fantasieren, sondern und dann haben wir natürlich Aktionen, wir sind gereist, wir haben Dinge ausgekundschaftet, wir sind in Bibliotheken gegangen, um was nachzulesen. Und also das war eigentlich, für mich war es eine sehr freie, sehr schöne Zeit. Also wo ich auch an einer Sache dran war, das war, wie kann man die Aktion so gezielt machen, dass man möglichst große Wirkung bekommt, wo kann, dass sich auch andere dran nochmal entwickeln können, nochmal Politik dran anknüpfen können. Und das ist uns ja eigentlich auch noch viel zu wenig gelungen eigentlich. Also deswegen sage ich ja auch, wir haben viele Fehler gemacht oder manchmal uns durch die auch eingeschränkt falsch und Ja. ja. Aber diese Zeit, die war nicht, also die war für mich schön, frei, eine freie Zeit. Und ich hatte auch keine, ich war auch, hatte wirklich keine Angst gehabt, großartig jetzt. Es gab dann immer mal Situationen, wo man, also bei unserem Ausbruch, da waren wir mal 2 Wochen in Berlin, richtig, mussten wir uns richtig verstecken, weil wir sehr stark gesucht wurden. Eine Frau, auch eine Genossin von uns, verhaftet wurde in der Zeit. Also ziemlich schnell nach dem Ausbruch ist sie auf der Straße wieder gefangen genommen worden.
Und da wurde das nochmal so richtig konzentriert, die Fahndung nach uns. Und da mussten wir mehrmals auch die Wohnung wechseln. Und da waren sie uns auch ziemlich dicht auf den Fersen. Aber das haben wir dann letztendlich auch, sind wir dann erfolgreich, konnten wir dann irgendwie allem entwischen. Sie waren 15 Jahre in Haft. Ich bin da, habe sofort diese 15 Jahre gekriegt. Nee, beziehungsweise ich bin da einmal direkt nach einem Jahr ausgebrochen. Da war ich also ein Jahr im Gefängnis, Ja. bin dann ausgebrochen und war dann nochmal 2 Jahre in der Illegalität. Und dieses eine Jahr war in meinen Träumen und in meinem Kopf viel präsenter als dann nachher die 14 Jahre, die ich danach noch hatte. Na, also als ich wieder gefangen genommen wurde, habe ich ja nochmal 14 Jahre, das eine Jahr war klar, das hatte ich ja schon gesessen, dann Ja. nochmal 14 Jahre und meine Strafe war 15 Jahre. Und diese 14 Jahre, die haben mich nie belastet, weil wahrscheinlich war ich dann so eingestellt darauf und habe da drin dann auch gekämpft, habe da einen Weg gefunden. Das war dann mein Leben und das war dann aber keine Belastung mehr. Ja. Sie haben davon gesprochen, dass der Knast einerseits eine Lernblockade war, im Sinn, wenn ich das richtig verstehe, von der Unmöglichkeit, Erfahrungen zu machen. Und Sie haben gesagt, dass Sie hauptsächlich versucht haben, Ihre eigene Identität als politische Kämpferin zu bewahren und an den Bedeutungen Ihrer eigenen Überzeugungen festzuhalten. Ja, aber das ist natürlich nur möglich, an den Bedeutungen festzuhalten, wenn man sie gleichzeitig ein Stück weiterentwickelt und wenn man sie weiter praktiziert. Und deswegen Lernblockade finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben schon auch gelernt. Wir haben, indem ich eben mich nicht habe brechen lassen durch den Knast, die wollten natürlich, dass alle abschwören, dass alle sagen, wir haben was völlig Falsches gemacht, das war ein Fehler. Wir waren ja in Isolationshaft zum Teil, wir waren in Kleingruppenisolation und wir haben versucht, gegen diese ganze, den Ansturm oder diesen Angriff auf unsere Identität als Kämpferin, auf die Identität als Subjekte, wir sollten gebrochen werden, ganz eindeutig, dagegen zu kämpfen. Und das ging nicht, indem man nur an was festgehalten hat, sondern wir mussten das ein Stück auch entwickeln. Wir haben auch versucht, nach draußen, also mit Besuchern, mit Unterstützern Kontakte aufrechtzuerhalten. Und wir haben es gemacht, am Punkt, unsere Haftbedingungen zu verändern. Wir waren isoliert, wir wollten die Isolation aufbrechen, wir wollten zusammengelegt werden untereinander, wir wollten als Gruppe, als große Gruppe oder als mehrere kleinere Gruppen in den bundesrepublikanischen Gefängnissen zusammengelegt werden. Wir waren vielleicht 40 Leute, die aber unterschiedlich verteilt waren auf die ganzen Bundesländer der Bundesrepublik. In West-Berlin saßen welche, in Stuttgart saßen welche, in Celle saßen welche, überall saßen Genossen von uns. Und unser Ziel war, dafür zu kämpfen, einmal die Bedingungen innerhalb des Gefängnis so zu machen, dass man atmen konnte, dass man nicht körperlich fertig gemacht wurde. Das heißt, dass man Aufschluss hatte, dass man auch einen Hofgang hatte, dass man mit anderen zusammen sein konnte. Das haben sie unter allen Umständen vermieden. Wir sollten nicht mit normalen Gefangenen zusammenkommen. Wir sind ja auch einmal ausgebrochen. Also ich bin mit 3 anderen Genossinnen einmal ausgebrochen. Dann, das war natürlich die Angst des Staates. Die haben dann auch die Haftbedingungen noch weiter verschärft. Und dagegen haben wir gekämpft in Hungerstreiks. Und wir Ja. haben, unser Zielsache war immer Zusammenlegung in Gruppen, die groß genug waren, dass wir hätten untereinander Diskussionen führen können. Wenn wir schon nicht mit normalen Gefangenen zusammengelegt werden, dann aber doch mit unseren Genossen. Und dass diese Isolation voneinander wieder aufgehoben würde. Und in diesem Kampf, der ja dann manchmal auch über Wochen war und dann auch eine große Öffentlichkeitswirksamkeit hatte in der Bundesrepublik und auch darüber hinaus. Wenn Hungerstreiks gemacht wurden, dann waren es ja immer kollektive Hungerstreiks, dann haben in allen Knästen der Bundesrepublik die Gefangenen aus der RAF und aus der Bewegung 2. Juni Hungerstreik gemacht und wurden draußen auch von Leuten unterstützt, die über die Haftbedingungen informiert haben, die die Forderungen verbreitet haben, die wir hatten. Und so hatten wir auch eine große politische Wirkung. Und das hat uns natürlich dann auch geholfen zu überleben und als Person noch zu überleben. Und als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, habe ich gedacht, die haben mich nicht gebrochen, ich habe es überstanden, ich werde jetzt weitermachen politisch, weil wir haben damals schon gesagt, der bewaffnete Kampf ist an ein Ende gekommen. Das war eine Entscheidung von allen. Wir haben es politisch als beendet gesehen.
Und es war klar, dass wenn wir draußen sind, wir kämpfen nicht mehr bewaffnet weiter, aber wir waren natürlich immer noch die, die nicht gebrochen waren, die waren natürlich immer noch politische Subjekte und wollten hier die Bundesrepublik, beziehungsweise sie wollten internationale Befreiung haben. Na, also wir wollten weiter an der Befreiung arbeiten und dafür kämpfen. Und wie war dieses Moment, wieder zurückzukommen? Wie war dieses Reflexionsmoment? War das schmerzhaft, enttäuschend? Ja, das war sicher enttäuschend, aber das war dann auch so eine Enttäuschung über die eigene Gruppe und die eigenen Möglichkeiten, weil im Gefängnis hatten wir eine große Wirkung gehabt eigentlich mit unseren Hungerstreiks und mit unserem Widerstand. Und draußen jetzt eine Politik zu entwickeln, so wie es die Tupamaros vielleicht in Uruguay gemacht haben, das war so eine Vorstellung von uns, sowas vielleicht machen zu können. Daran sind wir gescheitert. Das sind die ganzen Genossen, die da draußen waren, wir haben es nicht geschafft, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, sondern es hat dann Zerwürfnisse gegeben. Es hat also den revolutionären Geist aus dem Gefängnis hinüber in die Realität zu bringen, als Kollektiv, das war nicht möglich. Hat dann jeder für sich versucht, einen Weg zu finden, hier wieder einen Sinn zu finden in seinem Leben nach dem Gefängnis und auch festzuhalten an den Vorstellungen einer befreiten Gesellschaft. Aber die Umsetzung ist doch sehr als individualisierte Versuche und letztendlich sind wir damit nicht weitergekommen. Also wir sind kein Kollektiv geblieben. Im Gefängnis waren wir noch ein Kollektiv. Ja. Es war ja auch schwer dann wirklich zu erleben, wie hat die Gesellschaft sich verändert. Der Zusammenbruch des realsozialistischen Lagers war ja noch während meiner Knastzeit. Ich bin 89 war das ja, ich bin 92 entlassen worden. Und da war ja, die ganze Linke war ja auch in einem fürchterlich desolaten Zustand. Und das war schon schwierig, so politische Zukunftsvorstellungen zu entwickeln. Ne? Das sehe ich heute noch mal ein Stück anders, weil heute einfach auch der Kapitalismus, damals schien er gesiegt zu haben, heute sieht man, dass er auf jeden Fall an einem Ende angelangt ist, ohne dass es aber Vorstellungen gibt, was kann nach ihm kommen. Und wenn es Vorstellungen gibt, dann gibt es eher Reaktionäre nach rechts. Ne? Und eigentlich müsste jetzt die Linke ja an einem Projekt arbeiten. Ja, wie kann eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus aussehen? Ne? Eine andere Wirtschaftsweise, solidarische Formen, und zwar auf Weltebene. Ne? Weil die ganze Welt ist ja in Aufruhr. Überall gibt es ja Migrationsbewegungen. Wir können auch den Wohlstand hier in Europa und USA, das wird so alles nicht zu halten sein. Es wird sicher eine neue Gesellschaftsstrukturen und auch Wirtschaftsstrukturen geben müssen. Und leider gibt es, sehe ich da auch im Augenblick, keine Zukunftsprojekte da in diese Richtung von linker Seite, die ja dann auch international sein müssten. Und ja. Das sehe ich nicht. Aber vielleicht, weil es notwendig ist. Wenn es eine Notwendigkeit gibt, dann wird es auch eine Möglichkeit geben, irgendwann. Ich meine, was ich sehr faszinierend finde, ist, Sie artikulieren einmal, es gab eigentlich kein politisches Konzept, es gab nur die Entscheidung, politische Aktionen zu machen, aber im Grunde keine politische Linie. Mhm. Die Perspektive war die Weltrevolution. Diese Perspektive ist im Grunde als projektiertes Ziel in allen Diskursen verschwunden. Ist im politischen Kontext eine völlige Individualisierung geschehen? Wenn ich mir die politischen Antworten der Rechten ansehe, würde ich eigentlich meinen, sind das jeweils bloß spezifische Antworten auf individuelle Lebensbedürfnisse. Ja, und in Abgrenzung immer zu anderen individuellen Lebensbedürfnissen und nicht in Inklusion aller Menschen, sondern nur in Abgrenzung bestimmte Menschengruppen, denen soll es gut gehen und allen anderen, was mit denen ist, ist egal. Und das war ja damals und ich finde auch heute notwendig, dass man wirklich die ganze Menschheit mit einbezieht und nicht sagt, hier Europa muss weiter diesen Lebensstandard behalten, was woanders ist, ist uns egal. Und wir werden nicht unseren Lebensstandard reduzieren lassen,
durch Flüchtlinge, die von anders hierher kommen. Also es ist eine ganz unmenschliche, unsolidarische Sichtweise, unmenschlich. Aber was ist von der Linken, was kommt von der Linken stattdessen? Die ist ja völlig auch im System verhaftet und hat keine Vision, die eine andere Möglichkeit aufzeigen, dass es allen Menschen gut geht, dass es eine andere Wirtschaftsform gibt und nicht diese Konkurrenz und Profitwirtschaft des Kapitalismus. Also damals hatten wir keine klare Ziffer, wie wird die Gesellschaft dann, wie wird die aussehen. Trotzdem haben wir gekämpft, weil wir eigentlich Vertrauen darauf hatten, dass wir, die Befreiungsbewegung und das realsozialistische Lager, dass das alles in einem Veränderungsprozess ist, der auf Richtung Befreiung vom Kapitalismus hinführt. Dann sind wir gescheitert, die ganze Linke. Der Kapitalismus hat vordergründig gesiegt. Und heute sehen wir einen Kollabierungsprozess des Kapitalismus, ohne dass die Linke daraus Nutzen ziehen kann. Und dann zieht die Rechte erstmal den Nutzen daraus. Und die Rechte zieht das für einzelne Menschengruppen und die anderen sollen über den Jordan gehen. Und ist für mich kein Konzept. Diese Zukunftsprojektion als Sozialismus, sie war natürlich doch als Sozialismus klar, oder? Ist heute immer noch. Die hat sich eigentlich als Zukunftsperspektive, wenn ich das richtig verstehe, nicht im Konkreten artikuliert. Allerdings war das Gefühl auf ein positives Kommendes da. Genau. Ja, genau. War das auch bedingt aufgrund der Emanzipationsbewegung als Gegenpol zu den bürgerlichen und nationalsozialistischen Strukturen aus der Vergangenheit? Sicher, man hat das Gefühl, die Zukunft ist auf der eigenen Seite. Also alles, was die Vergangenheit oder auch die alte Gesellschaft, die war ja so verkrustet, die war korrupt, die war vom Nationalsozialismus noch völlig vergiftet. Die war beengt im Kopf auch. Ne? Also das, was heute von der rechten Seite auch wieder so kommt, dieses Beengte, dieses Abschließende, dieses sich Abgrenzen gegen andere, das war so belastend damals und das war so eine Befreiung, als das von der Jugendbewegung quer, das war ja auch quer durch die Welt, das war ja USA, das war in ganz Europa, überall konnte man ja man konnte lostrampen irgendwo hin. Im anderen Land fand man Leute, die so ähnlich dachten wie man selber. Ne? Also es war eine Befreiung und Internationalisierung da. Und natürlich hat man das Gefühl, ja, das ist doch der Mensch. Also dahin muss der Mensch sich entwickeln. Nicht in dieses dumpfe, schumpfe, kleinbürgerliche, aus dem wir dann alle gekommen waren. Und was ja dann auch mit dem alten Faschismus und Nationalsozialismus völlig zusammenhing noch. Ja. Eine Sache noch. Der Kontext der Internationalen ist im linken politischen Spektrum eigentlich völlig verschwunden. Was Globalisierung bedeutet, ist wirtschaftliche Kooperation der Weltteile. Warum? Es gibt ja auch andere Bewegungen, muss man sehen. Es gibt ja schon die Globalisierungsgegner, ne? Also die gibt es auch, muss man auch sehen. Also es gibt schon bei einigen auch ein Bewusstsein davon, dass es internationale Zusammenhänge sind und dass man nicht nur im Nationalen gucken kann, um eine Veränderung zu bekommen, sondern dass man den Blick weiten muss. Sie hörten ein Gespräch mit Gabriele Rollnick. Die nächste Sendung, wie immer, am dritten Montag im Monat, also den 15. August um 13 Uhr auf Radio Orange. Bis dahin, ein schönes Leben.